Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili vom letzten Part von Let's Play Secret of Mana. Ja, jetzt ist unser Feind. Ja, wir haben nur dieses kleine Fleck und da drüben der Feind. Es ist der Mana Drache und wir können nun mit, ja, ich zeig's einfach mal. Wir haben hier nämlich was Neues. Neue Zauber, Mana Yang. Und dann haben wir hier Mana Yin. Das ist beides nur auf Chili zu casten. Die anderen können das gar nicht. Bei den anderen geht es nicht. Und jetzt. Wow, ja. Unterbrechung der Musik und Mana-Schwert reaktiviert. Man sieht es auch an der Farbe. Das Mana-Schwert, oder beziehungsweise das Schwert sieht anders aus. Und bei dem Boss, da, man sieht es allein schon. Der Schaden kommt einzig und allein wirklich fast vom Mana-Schwert. Was wir hier wirklich machen können. Ah, scheiße. Mana-Schwert hält aber leider auch nicht lang. Oder nicht ewig. Deswegen müssen wir stets das Mana-Schwert wieder reaktivieren. Mana-Schwert reaktiviert. Zack. Der Lunakraft. Oh, okay. Aber ich sehe schon wieder, wir stecken wieder ganz schön weg. Bäh. Wir ganz schön ein. Aber bevor wir aufgeladene Angriffe machen, halten wir so. Ach ja, und was ich euch jetzt auch mal zeigen kann, das ist die letzte Möglichkeit, es zu zeigen. Guckt euch die Angriffskraft von Chili an. Sie ist über dem Maximum, also sie ist über dem Balken, über dem Status. Irgendwie kommt man auf die andere. Ach, scheiße. Ja, ich habe jetzt aus Versehen mein Safe State geladen. Weil ich habe mein Safe State auf der linken. Ja, ich habe ja einen PlayStation 2 Controller und ich habe meinen Safe State Laden auf L2. Ja. Wenn man halt umguckt, wo man das nochmal macht, passiert halt sowas. Egal. Trotzdem wird dies der letzte Part von Secret of Mana, schätze ich. Schwert reaktiviert. Oh, dieses grüne. Das ist richtig. Ach, genau, was ich noch machen wollte. Scheiße. Na gut, das wird eh zu spät sein. Aber einmal die Schutzaura. Weil die wird uns bestimmt doch gut helfen. Den Turbo-Antrieb. Und das da können wir auch noch. So, auf, komm runter, komm. Oh, okay, komm hoch. Ach Mann, warum lässt gerade jetzt ein Kraft vom Mana-Schwert nach? Mana-Schwert reaktiviert. Time to kick. Yo, S-Dragon, bam! Yeah!
credile di cui. Wow! Ist aber langsam mal gut hier. Wir geben ihm noch einen kleinen Schlag mit auf den Weg. Ja, jetzt können wir uns eigentlich nur definitiv halten, aber was wir machen können. Haben wir auch genug? Wir geben uns allein Energie. Mit dem Energieschild haben wir schon einen kleinen, ja, einfach mal abgewehrt.